Da hat seit Mai 1974 Bundeskanzler Helmut Schmidt zwei vollkommen richtige Konsequenzen gezogen. Erstens die geografische Diversifizierung der Ölquellen. Das hat sehr gut geklappt. Weitgehend, nicht vollständig, aber weitgehende Unabhängigkeit von der Ausschließlichkeit jedenfalls nahöstlicher Energiezufuhr und zum anderen der Umstieg auf Atomenergie. Wir wissen, was für Folgen gesellschaftlich und ideologisch und auch ökonomisch die Kernenergie hatte. Aber der Ansatz war ja absolut überzeugend, dass man sich unabhängig machen muss von politisch und damit auch wirtschaftlich unzuverlässigen Lieferanten. Und diese Lehre abstrahiert, unabhängig davon, ob es Kernenergie oder eine andere ist, jetzt auf die Öl- und die Gaszufuhren, Importe aus Russland praktisch eins zu eins übertragen zu haben, ist nicht nur ein Fehler, es ist ein katastrophaler Fehler. Ich verstehe nicht, wie eine Regierung, die ja nicht allein aus den Politikern besteht, sondern die in den Behörden, in den Ministerien vermeintlich oder tatsächlich Fachleute hat, eine solche Energiepolitik machen konnte.